Jawohl. Paul Körner. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. Ich kann mich entsinnen des Falles Thielmann. Ja, und wie war das da? Es war dem Reichsmarschall zu Ohren gekommen, dass Thielmann nicht eine Behandlung erfahren hatte, wie sie der Reichsmarschall wünschte. Er ist dann dieser Sache sofort nachgegangen und hat sich Thielmann zu sich selbst kommen lassen. Wer war Thielmann? Thielmann war einer der führenden KPD-Leute und kommunistische Reichstagsabgeordnete. Und wie unterhielt sich der Reichsmarschall mit dem Thielmann? Er hat ihn zu sich in sein Arbeitszimmer kommen lassen und hat ihn aufgefordert, ihm alles zu sagen, weswegen eine Beschwerde an ihn gekommen wäre. Und weiter? Thielmann war zuerst sehr zurückhaltend, weil er irgendwie eine Finte dahinter vermutete. Es wurde ihm aber sehr klar, wie der Reichsmarschall menschlich auf ihn einsprach, dass er sich ohne weiteres offenbaren konnte. Und er erzählte dann dem Reichsmarschall, dass er verschiedentlich nicht richtig behandelt worden sei. Der Reichsmarschall versprach sofortige Abstellung und hat dann auch entsprechende Weisungen sofort gegeben und außerdem Thielmann aufgefordert, falls wieder solche Sachen vorkommen sollten, es ihm unverzüglich zu melden. Er hat auch die Anordnung gegeben, dass wenn irgendwelche Beschwerden von Thielmanns Seite an ihn kommen sollten, sie sofort an ihn weiterzugeben wären. Wissen Sie, wie lange die Gestapo und die KZ dem Reichsmarschall unterstanden haben? Bis Frühjahr 1934. Ich glaube, es war März oder April. An wen wurden Sie da abgegeben? Sie wurden auf Anordnung des Führers an Reichsführer Himmler abgegeben. Was wissen Sie über die Vorgänge bezüglich der Röhm-Revolte am 30. Juni 1934? Dass eine Röhm-Revolte geplant war, erfuhr ich, wie ich mit dem Reichsmarschall mich in Essen aufhielt, wo wir zur Hochzeit vom Gauleiter der Böhm anwesend waren. Während dieser Hochzeitsfeierlichkeiten kam Himmler und machte dem Führer einen Bericht. Später zog dann der Führer den Reichsmarschall ins Vertrauen und teilte ihm von dem Vorhaben Röhms entsprechendes mit. Wissen Sie doch, was er ihm mitteilte? Ich kann nur sagen, dass das, was Himmler dem Führer mitgeteilt hatte, auch Göring zur Kenntnis gebracht wurde. Besonders war dem Reichsmarschall zu Ohren gekommen, dass bei dieser Gelegenheit auch unschuldige Emmetbell zum Opfer fallen konnten oder zum Opfer gefallen sind. Deswegen wollte er den Führer bitten, die ganze Aktion sofort abzustellen. Ist das geschehen? Jawohl, das ist geschehen. In welcher Form? Ja, nach der Meldung des Reichsmarschalls beim Führer